Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück beim Total War Warhammer 2 Zwergen-Imperiumsbündnis. Und das sind wir, Mr. Merp und der liebe Zicaro. Grüß dich. Halloho. Ja. Ja, und beim letzten Mal hattest du eine mega krasse Schlacht, ne? Ja, todbringend, aber ich habe gerade was Witziges gesehen. Oh, erstmal, ich werde angegriffen im Netz, im Tunnelnetzwerk. Nee, ich kann den Angriff aber ablehnen. Was passiert denn dann? Dann rennst du, glaube ich, einfach weg. Meine ich. Angriff ablehnen. Nee, du wirst nicht angegriffen, du hast sie abgefangen. Stimmt. Du musst, weil es die Roten sind. Ja, du kannst es einfach sein lassen, wenn du willst. Ja, lasse ich auch. Ja, das würde ich aber auch, genau, da hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf. Weil die wollten dich jetzt angreifen und du ziehst dich jetzt natürlich zurück mit. Oh, wie süß! Ich werde hier angegriffen von ein paar garstigen Orksen. Ja, das möchte ich gerne kämpfen. Ich möchte Eilhard nicht verlieren. Ach, come on, ey. Das muss doch möglich sein, das jetzt hier nicht zu verlieren. Dann kämpfen wir das. Weißt du, was ich gerade gesehen habe? Die Armee, gegen die ich gerade gekämpft habe, die geflohen ist, wurde von meinem Zwergenverbündeten vernichtet. Super, das ist geil. Das heißt, er hat auch den Held gekillt. Er hat den Held gekillt. Das ist ja das, was du willst. Hauptsache, er wird geschwächt. Der blöde Ork. Was greift dich denn da an überhaupt? Ja, es sind irgendwelche Orks, Goblins, Gedönsels. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich weiß nicht, bleib ruhig da stehen. Da haben wir sie kurz gesehen. Warten auf die Schlacht. So, ich ziehe das jetzt noch mal ein bisschen mehr auseinander. Jetzt kommen sie auch schon. Der Plan ist natürlich, ihnen so viel Schaden wie möglich schon durch Fernkampf zu machen. Ork-Moschas. Führerschaft 92. Man fasst es nicht. Moschas sind übel. Ich weiß. Aber sie haben keinerlei Fernkampf. Ich hoffe einfach, dass es mir jetzt hier was bringt. Schießt. Oh, das kostet schon mal. Das hat 1000 Lebenspunkte gekostet, oder was? Die erste Salve. Zweite Salve. Das sind schon mal 10 Orks raus. Eine dritte Salve kriege ich noch hin. Eine vierte, wenn ich keck bin. Und zurück. Und jetzt kriegen deine Truppen so auf die Fresse. Sehr wahrscheinlich. Oh! Ja. Ja, wirst du dann ja sehen bei mir. Ich habe gerade hingezoomt, als einer deiner Leute einen Kopf verloren hat. Was hat er bekommen? Einen Kopf verloren. Oh, ja. Das kann bei Blood and Gore passieren, ne? Ach, renn doch da jetzt nicht hin, Junge. Schieß da drauf. Deine Fernkämpfer sind echt gut. Ne? Das ist das Einzige, was das Imperium kann. Ein bisschen schießen. Dann wirfst du ja eigentlich den Imperium gerade vor, dass sie feige wären. Naja, der normale imperiale Soldat, dem vertraust du so weit wie seinem Kommandanten. Ich hab keinen. Merkst du was? Die blöden Orkmuschers. Oh, die fangen so viele Schüsse. Und jetzt schön in die Seite. Ja, that's the plan. Und schon wanken sie.
Kommt, schießt jetzt. Die anderen haben sich gesammelt. So, die rennen jetzt weg. Ihr kämpft jetzt damit. Ihr geht dahin. So, bitte dahin gehen. Oh, ihr könnt da drauf schießen. Die sind so gut wie tot, diese Orks hier. Jetzt sind sie auch zerstört, sehr gut. Die bitte auch zerstören. Oha. Der Goblin-Anführer, der ist ganz schön krass. Naja, das sind die Elader immer. So. Die Orks sind alle zerstört. Bis auf diese Ork-Moschas da. Jetzt muss ich die halt auch noch rausballern. Wenn ich die rausgeballert bekommen habe, kann ich realistisch vielleicht sogar die Schlacht gewinnen. Du hast eine freie Schussbahn. Die nutze ich auch. Boah, die haben sich gesammelt. Ich fasse es nicht. Führerschaft minus 12 haben sie schon. Ja, ja, die rennen weg. Guck mal, auch der General von denen rennt weg. Der General rennt weg. Dann rennt ja alles. Richtig. Geschafft. Aber sehr gut. Ja, aber wenn ich es halt jetzt hätte berechnen lassen, hätte ich halt die Stadt verloren. Ne? Ich versuche es den Gen zu töten, schieße noch so viele Ork-Moschas wie nur möglich. Das funktioniert auch relativ problemlos, wie man sieht. In der Einheit wird nachher nicht mehr viel übrig sein. Beschleunige das Ganze mal gerade. So, ach, der ist schneller, der Mistkerl, ey, scheiße. Der ist schneller. Also ohne Witz, das sind Dinge, warte mal, der hat eine Geschwindigkeit 33, ich meine, ja, er ist tatsächlich schneller. Lol, ja, kann ich unmöglich einholen. Na gut, dann Gefecht beenden. Aber Hauptsache, man hat gewonnen. Ist doch gut. Ja. Ich habe ein paar schöne Szenen habe ich eingefangen von deinem Geballer. Das ist sehr gut. Ja, man kommt ja sonst selber nicht dazu so richtig, währenddessen man die ganze Zeit so... Ja, man würde aber immer gern, ich zoome hier gerne rein. Deswegen habe ich ja früher, aber das kommt bei manchen Zuschauern auch nicht gut an, dann mache ich so, habe ich früher Zeitlupe gemacht und habe mir das dann in Zeitlupe kurz mal so gegeben, weißt du, so... Aber manche Leute wollen nicht, dass man Zeitlupe macht. Also egal was du machst, irgendjemand machst du es nie recht, weißt du so. Ja, vielleicht würden sie dann behaupten, sowas wie das wäre Cheaten oder so, weil man ja schneller reagieren könnte. Ja, wobei, wie gesagt, also. Wenn ich alleine Solo spiele und alles drücke ich auch manchmal Stopp, weil ich einfach den Befehl gleichzeitig geben will. Das ist richtig. Nee, also wie gesagt, ich sehe doch auch gar kein Problem darin. Also wer das halt nicht will, der muss halt auch legendär spielen. Ach, übrigens, ich habe jetzt hier, glaube ich, Probleme mit Tempelhof. Tempelhof hat mir den Nichtangriffspakt gekündigt. Hat ihn aber so weit hinten, sind er fast bei mir. Ja, ich wusste gar nicht, dass ich einen hatte. Das sagt alles über meine diplomatischen Beziehungen mit ihnen aus. So wie wir hatten einen Nichtangriffspakt. Reichskanzler, bitte schauen Sie doch mal nach, ob es irgendwo in den verstaubten Akten, in den hintersten, eine Aufzeichnung dazu gibt. Ach ja. Ich würde sogar, warte mal, wie weit, kannst du es mit Marschieren in Charakteron reinschaffen? Nein. Wie weit kommst du damit? Fast bis vor. Ja, aber sieh zu, dass du nicht erwischt werden kannst. Also renn einfach jetzt so weit ran, wie geht. Weil für dich wird es eh nicht besser. Also, weißt du, deine Leute regenerieren jetzt eh schon. Und du willst einfach verhindern, dass der in irgendeiner Art und Weise durch irgendwie so ein ganz mieses Manöver, genau, guck mal, wenn du nämlich da stehen geblieben wärst, hätte er es noch schaffen können, ranzulaufen. Jetzt kann ich Kriegsziele verteilen. Das ist gut. Ja, genau, weil nämlich jetzt ja auch Krieg mit Baras Dasbavak hat. Ja, komm, dann soll er doch Baras Dasbavak einnehmen. Habe ich ihm auch gesagt, weil dann habe ich da schon mal keinen. Dann muss er erstmal durch ihn durch, bevor er zu mir hoch kann. Dann kann ich mich auf die eine Front konzentrieren. Genau. Und ich meine, der hat ja da auch einen 20er Stack. Ja.
Rettus beginn. Dadurch, dass du übrigens so gemöbelt bist, sind wir gerade eben machttechnisch eben auf. Ja, das hoffe ändert sich gleich. Ja, ich denke mir das schon. Weil er hat ja seine Armee wirklich knallhart verloren, ne? Ja, das ist natürlich jetzt ideal. Also, wenn jetzt deine Armee nicht so kaputt wäre, dann könntest du sogar noch mehr jetzt angreifen. Aber das war halt wichtig, dass diese totale Overkill-Armee kaputt geht. Ich sag's dir. So wie die losmarschiert ist, wenn die, egal wo die hingegangen wäre, die hätte alles eingenommen. Üble Dinge in Stirland. Diplomatie mit Stirland minus 20. Warum? Mist. So. Der Fürst hier wurde schwerwiegend. Erhöht jetzt die öffentliche Ordnung noch mehr. Ja. Kann ich da noch machen? Ach ja, das wäre gar nicht so doof. Was denn? Helmgard, ja. Ja, dass ich bessere Männer ausheben kann. Also, dass ich überhaupt noch mal Armbrustschützen ausheben kann und Speerträger mit Schilden. Sowie Hellebardiere. Hellebardiere sind natürlich schon keine schlechte Einheit. Oder ich setze halt weiterhin auf Bevölkerungswachstum. Na, das Problem ist, Bevölkerungswachstum ist gar nicht mein Problem, sondern dass ich kein Geld habe. Sonst könnte ich schon längst die Stadt upgraden. Das ist mein Problem. Aber du hast doch im Moment keinen Krieg, ne? Du bist doch noch im Moment... Nicht, aber ich habe vor, das zu ändern. Den hier lasse ich tatsächlich hier rumstehen, diesen komischen Goblin. Der kriegt hier eh nichts mehr geschissen. Willst du dir echt Marienburg holen? Krass. Dass du mit deinesgleichen Krieg anfängst. Typisch Mensch. Muss ich leider. Um hier eine Chance zu haben. Karoburg lasse ich einfach mal. Da baue ich nichts rein. Weil mir das nämlich nichts bringt. Auf lange Sicht. Jetzt 1500 bin ich nachher bei 4000. Ich spare. Das ist immer so eine schwierige Entscheidung. Also Marienburg, wie gesagt, werde ich jetzt angreifen. Und hoffentlich einnehmen. Und dann ist der Typ dann ist Marienburg als Fraktion eigentlich auch schon geschlagen. Meinst du, du kannst eine Koalition mit denen eingehen? Eine Konföderation? Nö. Ich werde die einfach vernichten. Ich werde die einfach einnehmen. Die haben dann nur noch dieses kleine Städtchen da oben. Wie heißt es da? Gorsel. Und Gorsel hat keine wirtschaftliche Macht. Nee, der die haben auch Grundzint. Und da oben ist die Armee. Also ich möchte nur mal sagen, ne, der Hafen von Marienburg generiert auf Stufe 3 1000 Gold pro Runde. Du siehst die Armee von ihm, dass die in Grungzint sitzt, oder? Ja. Sehe ich. Das ist ein 20er Stack. Ja, sehe ich. Aber die Armee in Marienburg ist ein Witz. Okay. Ja, dann überrasche mich. Es ist ein tougher Move. Ich gebe es zu, dass es... ich muss ja, als Imperium hast du zwei Möglichkeiten, auf dein Glück vertrauen oder deines Glückes Schmied sein. Und mit diesem Geld befreie ich mich und kann die zweite Armee komplett hochziehen. Oh. Ja, hi du. Oh. Ja. Ich dachte schon. Das Gute ist, dass Norska einfach mal nur so in mein Land reinläuft, aber mir nicht den Krieg erklärt. Das würde ich jetzt machen, wenn ich du wäre. Den Krieg erklären, ja. Und die Armee ist nämlich sehr weit gerannt. Ich weiß, die gleich plätten. Kacke. Natürlich versauen die mir jetzt hier die Nummer. Aber es lohnt sich, das zu tun. Weil, guck mal, jetzt siehst du was. Ja, Marienburg hat gerade eben seine Armee in die Hauptstadt zurückgezogen. Das heißt, dass die Idee, Marienburg anzugreifen, sowieso komplett flach fällt. Nicht nur das, er hat auch eine zweite Armee. Die ja, irgendwie gerade aus dem Nichts leisten. Entstanden ist. Der kann sie sich aber auch einfach mal leisten. So, Goblin, ey. Nee, also ich weiß sowieso, dass das Norska da jetzt angreifen wird. Eieiei! LOL!
Denise, klar! Das ist hart. Leute, falls ihr das gerade nicht erkennt, da rennt gerade eine Armee von dem Ork, den er gerade eben besiegt hat, eine 20er auf Helmgard zu. Jetzt hat er Norskar von oben und Helmgard hier unten und Helmgard verlierst du. Ich werde es kämpfen. Ich werde es kämpfen. Was? Ich hab. Weißt du, wenn ich nicht kämpfe, habe ich eh keine Chance. Jetzt kommt dieser geile Sandwich-Moment mit dem Imperium, also in Anführungszeichen geil. Oh, fuck. Wo du einfach nie weißt, wo du deine Truppen hinstellen sollst, weißt du, so. Kommen die. Ja, genau, sie kommen von hinten. Was für eine miese Scheiße. Von hinten? Ja, dann stelle ich mich denen aber auch an der Stelle gleich, weißt du. Bin ich jetzt schmerzbefreit. Ich kann dir die zwei hier giften. Zweimal Pistolenkavallerie. Sehr schön. Dann hauen wir sie halt einfach jetzt so gut wir können, ne? Auch wenn es wahrscheinlich keine Relevanz hat, aber wir versuchen es halt einfach. Weil ich gehe noch ein bisschen weiter nach hinten, sodass ich maximale Feuerreichweite habe. Genau, das ist perfekt. So, du noch dahin. Boah. Ja, das wird scheiße enden, aber Hauptsache, wir haben es gekämpft und nicht klein beigegeben, ne? Bist du bereit? Ja. Geht gut los hier. Boah, Gott, ist das viel. Boah, könnt ihr mal aufhören, auf diesen General zu schießen? Das ist doch der totale Unsinn. Und hier oben entbrennt ein Kampf. Ich schieße halt rein, wie ich kann. Die eine Einheit rennt. Ich gebe hier unten alles. Ja, mit diesen Dingern ist natürlich schwer. Ich weiß. Problem ist halt, dass meine Männer halt einfach nichts geschissen kriegen. Ne? Die sind so unterlegen im Nahkampf. Na klar. Der erste rennt schon weg. So läuft das halt hier. Zurückziehen. Boah, jetzt rennen sie alle weg. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Ork überhaupt herkommt und warum der mit mir Krieg hat, weißt du? Vielleicht, weil du mit mir verbündet bist. Nee, mit dem Ork hast du ja, glaube ich, gar keinen Stress. Das stimmt. Aber der kommt so aus dem Nichts. Weißt du, diese Armee, die kam aus dem Nichts. Die war einfach plötzlich da. Kack. Ja, jetzt wanken die auch schon hier.
Ein Trupp seiner, was ist das? Moschas habe ich schon mal platt gemacht. Wenigstens etwas, ne? Klar, jetzt sind die einfach kurz mal stehen geblieben. Ey, ganz im Ernst, das Spiel ist hier einfach so bescheuert, Entschuldigung, was die Wegfindung angeht. Das ist einfach so dumm gemacht. Die Einheiten bleiben halt einfach stehen, ganz kurz, nur weil der Gegner nicht mehr angreift, weißt du? Wenn kein Angriffsbefehl auf die Einheit ist, dann registriert der Plänkel-Modus das auch nicht. Das heißt, die machen dann nichts. Und die KI nutzt es halt eiskalt aus. Also im Grunde die KI exploitet. Okay. Ich selbst, das merkt man. Also wenn du Einheiten im Plänkel-Modus hast, habe ich das schon oft beobachtet, dass wenn eine gegnerische Einheit, die kann direkt daneben stehen, die Einheit wird nicht plänkeln. Sie wird nicht wegrennen von der gegnerischen Einheit. Erst dann, wenn die KI den Angriffsbefehl auf diese Einheit gibt, dann wird sie reagieren. Und die KI nutzt es halt aus, um nah an Gegner ranzukommen oder um sie in bestimmte Richtungen zu schubsen. Auf der Flucht, ne? Ich habe jetzt zwar mit Verlusten, aber ich habe eine Moscha-Truppe und eine Fernkämpfer-Truppe platt gemacht. Oh, ich habe ja eine Einheit. Das ist sehr gut, aber ja, wir werden das hier nicht gewinnen. Also, wie gesagt, meine Einheiten rennen jetzt schon weg. Mit einer Mauer hätte ich das vielleicht geschafft. Aber nicht so. Ja, rennen alle weg. Vorbei. Ja, meine auch jetzt. Okay. Oh Gott. Und das Gemeine ist halt, weißt du, das ist nur die Verstärkungsarmee. Er kann das mit diesem einen Gen, der keine Pupsköppe hat. Und mich regt es jetzt deswegen so auf, weil ich hätte ihn killen können. Den Gen? Ja, ich hätte ihn ja mit meinem Balthasar Geld killen können. Wenn der da gewesen wäre, ja. Ja, er war ja direkt neben ihm. Das ist das, was mich so nervt gerade eben. Ich bin sogar partiell selber dran schuld, dass es passiert ist. Ui. Sie haben es geplündert. Alter! Boah, wie viele sind denn da? Also ohne Witz, ich habe gerade eben andere Sorgen als Marienburg. Ich habe eine knallharte Ork-Invasion. Hast eine absolute Ork-Invasion gerade. Eieiei. Und ich bin ich werde jetzt auch nicht sofort Norska den Krieg erklären, weil ganz im Ernst, dafür habe ich gerade auch keine Zeit. Du kannst nur hoffen, dass da unten die Ork-Armeen irgendwie von Bretonia gehalten werden. So, ich springe mal zu mir jetzt rüber hier schnell. Ach, die Armee hat sich zurückgezogen. Wir quartieren ein. Er hat sich zu. Der eine Ork hat sich auch zurückgezogen in seine Siedlung. Er hat zwei Full-Stack-Armeen weiter unten. Mhm. Das kann mich auch richtig noch was kosten. Und ich muss natürlich. Alles, was du machen kannst, sind deine Verluste in der einen Armee jetzt erstmal wieder ausgleichen. Ja, und zwei Truppen wieder dazu rufen. Mhm. Hast du schon irgendwas Besseres als Zwergenkrieger? Hätte ich, wenn ich nicht jetzt da unten wäre. Da unten habe ich nicht die Gebäude. Ich brauche ein zusätzliches Gebäude. Mhm. Aber ich habe einen Helden hier. Ja, den Helden würde ich definitiv mit in die Armee reinnehmen, weil der ist ja auch ein taffer Kämpfer. Schickst du den Tain einfach jetzt da runter auf den Weg? Und er deckt auch auf. Mhm. Da hast du einiges. Mein Gott, die machen echt. Aber Gott sei Dank sind die nicht miteinander verbündet.
Die beiden sind nicht miteinander verbündet. Aber das kann schnell gehen bei denen. Kannst nur hoffen, dass sie es nicht machen. Sonst hat der Spaß ganz schnell ein Loch, du. Aber irgendwie hat auch dein Verbündeter nichts gemacht. Ich glaube, der wurde bezwungen. Bin mir nicht sicher. Aber wenn das der Fall wäre, wäre das echt scheiße. Versuch noch mit den Grenzgrafen ein Bündnis zu kriegen. Ja, habe ich ja schon mal, aber der will ja nicht, der Typ. Menschliche Zicken, ne? Können halt einfach keinen richtigen Bart wachsen lassen. Ich könnte ein Schutzbündnis will er machen. Dann mach das. Das ist schon mal ein guter Eingang in ein richtiges militärisches Bündnis. Ja, vor allem eigentlich besagt der Schutzbündnis, dass er mich auch schützt, wenn ich angegriffen werde, ne? Aber nur bei neuen Kriegen, ne? Nur bei neuen Kriegen, genau. Und dann kann er sich immer noch entscheiden, ob er dich verrät. Also du kannst ihn dann zu den Waffen rufen. Und dann macht er halt mit und nicht. Und wenn er halt nicht mitmacht, dann ist das Bündnis auch beendet. Das ist gerade eben eine sehr, sehr ungeile Situation hier. Bei dir da oben, ne? Auf jeden Fall. Eine Sekunde lang dachte ich, es läuft gut und dann sowas, ne? Aber auf der anderen Seite, du hattest dasselbe ja auch. So, jetzt habe ich auch noch zusätzlich militärischen Zugang mit den Grenzgrafen. Das ist schön. Wen haben wir denn hier noch? Wir hätten hier oben den anderen Zwerg. Yes. Zufbar, mit denen habe ich nur einen Nichtangriffspakt. Handelsabkommen sofort. Schutzbündnis. Versuchen wir es. Ach, abgelehnt. Schade. Und sonst gibt es noch irgendwen, der mir sehr gut gesonnen ist und mit mir... Und nach dem Motto, es reicht ja schon, wenn ihr mich nicht umbringen wollt, ne? Ja. Wir stapeln ja heute schon tief. Hä? Noch circa eine Minute und 10. Ja. Was sind denn das für welche? Wer ist denn das? Ich finde es immer blöd, dass man nicht auf die Wappen klicken kann, dass sich dann gleich das öffnet. Ich weiß, was du meinst. Das ist wirklich doof gelöst. Habe ich die überblättert? Oder kenne ich die etwa noch nicht? Ich kann auch sagen, dass ich die noch nicht kenne. Ich kenne die nicht. Die habe ich noch nicht. Die habe ich zwar als Symbol, aber ich kann mit denen nichts machen. Na gut. Gut. Na gut. Dann, schon mal der erste Schritt. Wenn die Grenzgrafen auf meiner Seite sind, ist das ein starker Verbündeter. Das ist schon mal gut. Das ist gut, ja. Aber immerhin hilft es dir schon. Oh Gott, die haben mir die Stadt sowas von kaputt ramponiert. Für 3000 haben sie die Stadt beschädigt. Und, ja, sie haben mir einen Dunghaufen reingesetzt. Echt? Ja. Kostet mich jetzt 500, den abzubauen. Da Gruben ist verschandelte Struktur. Muss ich aber auch abreißen, weil minus 5 auf öffentliche Ordnung. Das ist so mega kacke auf so vielen Ebenen. Ja, komm, kill den. Weg damit. Ja, der rennt weg. Oh, nee, doch nicht. Okay, kill ich ihn. So. Zusehen. Nein. Nee, ich berechne das einfach. Zack. So Mist kommt. Der wehrt sich echt. Mal gucken, ob der wen tötet. Nö. Ja, nö. Nee, der wurde einfach erschossen. Standrechtlich hingerichtet. Und dadurch haben sich die Pistoleris da unten geupdatet. Also einen Rang aufgestiegen. Mhm. Aber ich habe auch ein Level-Up bekommen auf meinen Helden. Jetzt ist der Drecksack weg. Oh, und ich habe ein legendäres Söldnerregiment jetzt dadurch freigestellt. Und zwar die Söhne des Sigmar. Was können die denn?
Ah, wenn jetzt noch Norska sich einschaltet bei dir und bei dir plündert, hast du echt in die Scheiße gegriffen. Mit ich hole ich mir diesen unerschütterlich. Ich habe die Söhne des Sigma Mills geholt. Schwertinfanterie, Söhne des Sigma mit Schild, unerschütterliche Schwertkämpfer. 3 Goldabzeichen. Oh ja. Die können was. Naja, okay, es sind immer noch nur Schwertkämpfer. Aber für einen Schwertkämpfer können die was. Okay, ich könnte jetzt meinem Sigma-Priester ein Schlachtross mit Rossharnisch geben. Das lasse ich allerdings trotzdem mal sein. Der soll weiterhin einfach nur leidenschaftlich sein und deswegen mehr Nahkampfabwehr haben. Balthasar. Auch ein Level-Up. Und den Balthasar bekommen. Der kann Quecksilber bekommen. Ah, das ist ein imperialer Pegasus. Kann ihm noch geben, Lehrmeister des Metalls. Abklingzeit für Zauber des Lehrers des Metalls reduzieren. Kosten für Winde der Magie minus 2 für die finale Transmutation verbessern. Was? Die finale Transmutation ist ja doof. Ah, nee. Kriegen wir alles nichts. Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall die Pistolenkorps jetzt hier deutlich verbessert. Ist halt die Frage, was ich ansonsten verbessern will. Die Elite des Imperators. Hellebardiere, Flagellanten, Schwertkämpfer und Speerträger könnten besser werden. Oder ich scheiß einfach drauf und sage, dass ich bei dem schon auf Bihandkämpfer gehen will. Aber ich denke, das kann ich mir so bald nicht leisten. Geh darauf, die Zweihandkämpfer. Dann hast du wenigstens Infanterie, die ein bisschen mehr hält, wenn du reinhältst. Ja, aber ich habe noch keine Zweihandkämpfer. Das ist das Problem. Fliegt auf einen... Was? Kein Ziel? Ach so. Was ist denn das für ein Zauber? Verursacht stark manchmal ein großer, sich zufällig. Ach, das ist schon wieder dieser zufällig bewegende Bereich. Ah, nee, das ist nicht gut. Glänzender Mantel. Plus 60 Rüstung. Das kann was. Das kann cool sein. Ah, jetzt habe ich den hier auf jeden Fall geschafft. Eilhart ausbauen, ohne Witz. Das andere repariere ich noch gar nicht, sehe ich gar nicht ein. Warum soll ich da jetzt Geld reinstecken, weißt du? Eben. Das macht er doch eh gleich wieder in 5 Minuten kaputt. Und ich würde sogar sagen, wenn du durch bist, dass wir dann auch mit der Folge durch sind, du. Ja. Klingt nach einem guten Plan. So, ich bin jetzt hier in den Hinterhaltsmodus gegangen. Warte mal, wie viel Prozent habe ich übrig, wenn ich das nicht mache? Wie viel brauche ich dafür? 25 Prozent, wenn ich jetzt dahin gehe. Wenn ich dahin gehe. Ich habe hier eine Hinterhaltserfolgschance von 100 Prozent, ne? Stark. Ja, ich mache hier einen Hinterhalt. Ja, ich habe diesen Bonus bekommen durch das Killen von Skarsnik, ne? Okay, also wir können von mir aus, warte mal, ich reiß das jetzt aber auch ab, dann kriege ich wenigstens noch 300 Gold. Weißt du, bevor es erst kaputt macht, mache ich es kaputt. Gut, dann können wir beenden. Alles klar, liebe Leute, dann Dankeschön fürs Zuschauen und die nächste Folge dann wieder auf dem anderen Kanal, ne, von Merp. Genau. Und macht's gut. Tschüss. Tschüss.